Ole, eine Woche in Spanien liegt jetzt zurück. Heute geht für die Mannschaft noch mal nach Hause, nach Deutschland. Wie würdest du die Woche insgesamt zusammenfassen? Es war eine schöne Woche und eine wichtige Woche für uns. Wir sind extrem dankbar, dass wir uns unter diesen Bedingungen vorbereiten durften. Gerade auch im Hinblick auf die Temperaturen zu Hause, die wir natürlich verfolgt haben, sind wir schon sehr froh, dass wir so gut gezielt und auch taktisch arbeiten konnten. Mit Standzeiten zwischendurch, glaube ich, wäre es bei minus 10 Grad doch wesentlich schwieriger geworden, auch fürs Trainerteam und für die Spieler, die Belastung so einzutakten, dass wir sowohl körperlich als auch taktisch fit und vorbereitet sind. Darüber hinaus ist es natürlich immer ein großer Effekt auch fürs Mannschaftsgefüge, wenn wir hier viel Zeit zusammen verbringen. Es war schön zu beobachten, wie gerne auch die Spieler besonders, aber auch das Trainerteam und die Angestellten Zeit miteinander verbringen und auch in Austausch kommen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir von sehr gelungenen Trainingslager reden können, für das wir einfach voller Dankbarkeit sind. Also jeder Spieler, jeder im Trainerteam und im Staff, glaube ich, weiß es sehr zu schätzen, dass es nicht selbstverständlich ist. Wir haben die letzten Jahre nicht so handhaben können auch. Teilweise aufgrund der Ligazugehörigkeit ist es natürlich auch eine finanzielle Belastung. Und deswegen sind wir umso dankbarer gegenüber dem Verein, auch gegenüber unserem Partner Pure Steel, dass wir das so ermöglichen konnten, uns unter professionellen Bedingungen vorzubereiten. Deswegen fällt das Fazit positiv aus. Wir haben natürlich fußballerisch auch ein paar Dinge gesehen, die wir noch verbessern wollen. Aber ich glaube, das haben die Trainer auch gesehen und werden es genauso analysieren mit der Mannschaft. Du hast es jetzt schon so ein kleines bisschen angesprochen. Wie siehst du denn die Mannschaft jetzt im Laufe dieser Woche? Was hat sich getan? Also jetzt eher im sportlichen Sinne und ja, auch in Bezug auf die beiden Testspiele, die du sehen konntest. Ja, ich war sicherlich mit dem ersten Testspiel nicht so einverstanden. Ich glaube, das kann passieren, dass wenn die Spieler ein bisschen müde sind, dass auch mal ein etwas durchwachsenes Testspiel rauskommt gegen eine spielfreudige, gute Mannschaft aus Spanien, aus der dritten Liga. Trotzdem kennen wir unsere Mannschaft ein bisschen stärker, ein bisschen besser und aktiver auch. Das war ich jetzt nicht so glücklich mit. Vorgestern gegen Salzburg war es eine positive Leistung, wo wir in den ersten 10, 15 Minuten durchaus größere Probleme hatten mit der Athletik, mit dem Tempo, mit dem Pressing von Salzburg. Da haben wir schon gesehen, dass es einfach auch ein ja, europäisch aktiver Verein ist. Das war schon eine große Klasse. Aber wie wir uns dann da reingefunden haben und dagegen gestemmt haben, schon dann die beginnende Elf hat es dann sehr gut gemacht, hat noch den verdienten Ausgleich dann gemacht. Und dann auch gerade die Spieler, die dann reinkamen, haben nochmal wirklich gezeigt, dass sie sich präsentieren wollten, dass sie Spielzeit bekommen möchten, dass sie sich zeigen wollen. Das war schön zu sehen. Deswegen war es für uns auch wichtig, da einen positiven Abschluss und im zweiten Testspiel eine wesentlich stärkere Leistung als im ersten hinzulegen. Wenn wir jetzt gerade beim Sportlichen sind, wir haben jetzt auch eine richtig gute Hinrunde insgesamt, kann man sagen, hinter uns. Wie siehst du das? Ja, definitiv. Wären wir vor der Saison sehr froh gewesen, wenn uns jemand diese Punktzahl versprochen hätte im Winter. Wir wären besonders happy gewesen nach 4 Spieltagen, glaube ich. Ich denke, da ging es uns allen so, dass wir gedacht haben, boah, das könnte auch mal schwer werden in der Liga mit einem Punkt nach 4 Spielen. Deswegen sind wir dann sehr froh, dass wir so eine Serie hingelegt haben, dass die Jungs schnell adaptiert haben. Es waren auch ein paar Spiele, die uns natürlich auch eine deutliche Einladung zum Lernen gegeben haben. Sei es das Rostock-Spiel mit 2 späten Gegentoren, aber auch das 0:5 gegen Düsseldorf, was, glaube ich, für die Entwicklung der Mannschaft sehr wichtig war. Und das haben die Spieler toll gemacht, hat das Trainerteam wahnsinnig schnell adaptiert, hat die richtigen Schlüsse gezogen, wie wir in der Liga bestehen können. Das haben wir dann über ganz weite Strecken gemacht, inklusive der letzten 3 Spiele, wo die Ergebnisse dann wieder ein bisschen durchwachsener waren, natürlich, wenn wir dreimal verloren haben. Es waren aber zwischendurch auch Spiele, die wir gewonnen haben oder unentschieden gespielt haben, die auch in die andere Richtung hätten kippen können. Also wir bewerten schon da die gesamte Leistung und die war über die Hinrunde gesehen sehr positiv. Darüber können wir uns auch freuen, darauf können wir aufbauen. Wir haben jetzt das Selbstvertrauen, dass wir in der zweiten Liga mithalten können, dass wir da auch eine gute Mannschaft sein können. Dennoch sollten wir zu jeder Zeit gewarnt sein, dass jede Mannschaft gut ist. Das ist das große Problem. Ich glaube, dass wir selbstbewusst sein können, dass wir gut sind. Die anderen Mannschaften sind auch gut in der zweiten Liga. Und deswegen müssen wir von Anfang an einfach hellwach sein, dürfen unsere Tugenden auf den Platz bringen und dann bin ich überzeugt, dass wir auch eine gute Rückrunde spielen werden. Was jetzt in dieser Phase im Winter auch immer eine Rolle spielt, ist natürlich auch die personelle Geschichte. Da ist jetzt bisher nichts passiert. Du hattest ja auch immer gesagt, dass es kein Zwang besteht. Wie sieht es da aktuell aus? Ja, es besteht auch kein Zwang. Das hat auch damit zu tun, dass wir einfach ein unglaublich großes Vertrauen in die Jungs haben und in diese Gemeinschaft. Und jeder, der neu dazukommt, da
tragen wir und trage ich die Verantwortung auch, dass es auch zu der Mannschaft passt und der Mannschaft hilft. Und deswegen wollen wir dann nicht viel machen, wir wollen keine großen Veränderungen haben, sondern das Vertrauen fortführen, genau diese Gruppe beibehalten. Dass es aber auch aus der Erfahrung in den Wintermonaten immer noch passieren kann, dass vielleicht, wir wollen es nicht hoffen, aber eine Verletzung, ein Ausfall eines Spielers, vielleicht auch noch Abwanderungsgedanken kommen und auf der anderen Seite eventuell noch eine Tür aufgeht, vielleicht schon mit Perspektive auch für den Sommer einen Vorgriff zu nehmen. Das kann alles passieren und deswegen kann im minimalen Bereich im Kader noch Veränderungen passieren, aber ich sehe keine ganz große Notwendigkeit. Von dem personellen Ausblick noch einmal zurück zu dem sportlichen Ausblick. Uns erwartet jetzt nochmal eine spannende Rückrunde mit vielen spannenden Spielen. Ich glaube, was man so am Rande mitkriegt, ist die Motivation bei jedem sehr groß. Wie sieht dein Ausblick aus? Was erwartet unser Team noch? Ja, wie schon angedeutet, jedes Spiel ist bei uns etwas ganz Besonderes, das wir in der zweiten Liga bestreiten dürfen. Und das große Ziel ist, dass noch ganz, ganz viele Spiele für diesen Verein dazukommen. Und dafür dürfen wir viele Punkte holen. Und das sind besondere Spiele, Erlebnisse, wenn wir, zweimal werden wir noch in Hamburg spielen zum Beispiel. Ich sehe noch Spiele in Düsseldorf und viele, viele andere, die für uns ganz besonders sein dürfen auch. Und das, wir haben es gesehen, dass wir auch in den großen Spielen bestehen können. Das ist die Motivation, das ist der Ansporn. Wir dürfen das immer noch als etwas Besonderes ansehen, jedes Spiel in der zweiten Liga. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Grund, warum wir uns vor irgendeinem Gegner verstecken sollten. Wir sind mutig, wir sind offensiv, wir wollen die Spiele gewinnen. Ich glaube, diese Identität haben wir uns über die Jahre aufgebaut. Da stehen wir komplett dahinter, da steht der ganze Verein hinter, da stehen die Trainer, die Spieler, aber auch die Fans dahinter, die mit der unglaublichen Unterstützung in der Hinrunde uns auch über weite Strecken getragen haben. Ich sehe nicht ganz viele Vereine, die diese Art der Unterstützung haben, auch bei Niederlagen. Wir wurden, glaube ich, nach dem 5-0 gegen Düsseldorf gefeiert. Und da kann sich jeder Fan sicher sein, dass wir da voller Dankbarkeit sind für diese Unterstützung. Ich freue mich über jeden, der über die letzten Jahre dazugekommen ist und lade jeden weiteren ein, uns in der Rückrunde noch mehr zu unterstützen, sodass wir ja, zu einer mindestens gleich guten Rückrunde getragen werden und gerne noch ein bisschen besser. Mit diesen Worten schließen wir dann das Trainingslager ab. Ole, vielen Dank. Gerne.